Marius, da kommt ein früherer oder immer noch Freund von dir vor, Gerhard Schröder. Wann hast du das letzte Mal mit ihm sprechen können? Ist lange her. Lange her? Wir haben, was heißt lange her? Nach seiner Kanzlerschaft, wo es ja das sogenannte Küchenkulturkabinett gab, zu dem ich erstaunlicherweise gehörte. Und Moritz Rinke, der Schriftsteller. Zu dem auch Gas gehörte, ja. und einige andere Leute mehr. Es war sehr interessant. Und ich fand es auch von ihm sehr, sehr kreativ und offen, dass er diese Leute um sich geschart hat, mal einfach mit ihnen zu diskutieren, dass du auch den Bezug zur Bevölkerung nicht verlierst und auch denen, was Künstler denken und auch Intellektuelle denken. Das war eine tolle Zeit. Das riss aber dann immer mehr ab. Und es wurde dann auch im Laufe der Zeit distanzierter. Und natürlich haben alle, die da beteiligt waren damals, waren dann doch sehr erstaunt, den Weg, den er gegangen ist. Und ich kann das auch jetzt nicht nachvollziehen, weil er sich ja auch nicht äußert. Und, aber er konnte doch, oder er kann immer noch unglaublich gesellig sein und so zumindest eine scheinbare Nähe herstellen. Das kann der unglaublich, ist ein Menschenfänger. Das ist ein großes Talent gewesen. Und du hast dir hundertprozentig Gedanken gemacht. Wie kann es sein? Er ist heute, glaube ich, einer der Figuren, die am meisten Ablehnung auch in Deutschland erfahren. Was ist deine Küchenpsychologie, warum er an diesem Putin so festhält? Ich kann es dir echt nicht sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, ich finde auch ganz toll, wenn Leute dir Loyalität entgegenbringen, und ich schätze auch Freundschaften sehr, aber irgendwo hört es ja dann auf. Und ich finde, er verpasst seine Riesenchance, seine Motive nicht klar zu formulieren. Einfach zu sagen, warum er so denkt, warum er daran festhält. Es kann ja nun nicht einfach das Geld sein. Also jedenfalls in meiner Vorstellung macht man sowas nicht für Geld. Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendeine Erklärung? Aber er gehört natürlich in dieses Video, weil er ist eine Person, die diesen Zeitgeist passt. Und auch die Kritik ist hier an dieser Zeit, an dieser Gesellschaft und nicht an den Personen, die da drin vorkommen. Na gut, aber die werden ja immer durch Personen dann repräsentiert. Ja. Und man muss ohnehin sagen, dass einige deiner Freunde oder ehemaligen Freunde im Moment ganz schön in der Bredouille sind. Mhm. Zum Beispiel auch Boris Becker, mit dem du auch zu Schröders Zeiten sogar eine Kampagne mal gemacht hast. Ja. Für die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, mit Gottschalk auch noch damals. Das war der dritte im Bunde. Große Anzeigen. Und Boris Becker hat mal gesagt, diese Kampagne, also die Unterstützung, hat ihm in Bezug auf seine eigene Ehe, die dann auseinandergegangen ist, sehr viel Geld gekostet. Wann hast du denn mit Boris Becker das letzte Mal sprechen können? Jetzt wird es nun sehr privat, aber das ist auch schon eine Zeit her. Ich habe sehr engen und guten Kontakt zu seinem Sohn. Ich habe auch Kontakt zu seiner Ex-Frau. Zu Babs. Auch da sind viele Dinge, die einfach passiert sind, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich möchte die gerne erklärt haben, wenn ich der Freund sein soll von irgendjemandem. Mhm. Und das habe ich dann auch in den Jahren einfach vermisst. Aber ich will hier auch nicht den Boulevardjournalismus füttern. Nein, das war auch nicht so gemeint. Aber hast du mal versucht, ihm ins Gewissen zu reden? Oh, so oft. So oft? So oft. Weil er hat wirklich, ich habe ihn immer in Schutz genommen, weil wenn jemand mit 17 Jahren von einem Tag auf den anderen weltberühmt wird, Wimbledon gewinnt, und mit 17 bist du wirklich noch, ist dein Charakter noch nicht so gebildet, dass du das aushalten kannst. Und das war für mich immer ein Grund, auch ihn zu verteidigen. Aber Boris ist, das wird auch jeder bestätigen, ziemlich beratungsresistent. Und da haben wir auch viele drüber geredet, auch sein erster Trainer Bosch. Und er hat es gefördert. Ich habe vor vielen Jahren im Interview mal gesagt, wenn die Medien dich irgendwann demontieren wollen, was immer kommt hier, das ist immer, irgendwann gibt es immer eine Kreuzigung. Und wenn du dann nicht bei dir bleibst, ist die nachhaltig. Da musst du dann bei dieser Demontage mithelfen. Und ich finde, dass er das wirklich mit allem was gegen gemacht hat. Dann musst du bei der Demontage nicht mithelfen, also versuchen, alles dagegen zu halten. Ja, ist Blödsinn. Ja, es geht nicht. Nein. Es geht nicht.
Blödsinn. Das lernt man von Muhammad Ali in seiner Kampftaktik, als er gegen Foreman geboxt hat. Und alle haben gedacht, der Foreman bringt ihn um, weil der so einen unglaublichen Punch hatte. Und Ali hat sich hingestellt in die Seile und Deckung, Deckung, Deckung und hat die Schläge hingenommen. Und als er müde wurde, hat er zurückgeschlagen. Mhm. Es nützt nichts, wenn eine Übermacht gegen dich antritt, dann duck down.